der Franken hier zu unterstützen. Und so ist es zur Einwanderung der Langobarden in unseren Raum gekommen. Und so wurden sie eben so die sogenannte Gründergeneration der Bajuwaren in diesem Gebiet südlich der Donau und nördlich der Alpen. Es hat beim Rückzug der Römer natürlich verschiedene Gründe, verschiedene Einfälle von Germanen gegeben, vom 3. Jahrhundert, der Markomanneneinfall. Dann diese Verbindung von der Donau zum Rhein, der Limes, wird ja dann auch schon 100 Jahre, 200 Jahre vorher aufgegeben durch die Alamannenüberfälle und wird auch nicht wieder zurückerobert, das Gebiet. Sodass es wirklich langsam Stück für Stück kleiner wird, das römische Gebiet, bis eben 488 nach Christus das Ende der römischen Herrschaft nördlich der Alpen besiegelt ist. Ja, es sind dann auch natürlich im Rahmen der Völkerwanderung Gruppen von aufgelösten Stammesverbänden aus dem Osten, also ostgermanische Stämme wie Skiren, Heruller, Gepiden, nach dem Westen gezogen. Zum Beispiel finden wir in Oberbayern den Ortsnamen Scheiern, der nur auf die Skiren zurückgehen kann, nicht? Es gibt Indizien dafür, dass auch kleinere Gruppen mit beteiligt waren, die allerdings lokal sehr unterschiedlich dann sind. So gibt es an der Bajuwarenstraße in Straubing zum Beispiel nachweisbar slawische Einflüsse, bei uns hier nachweisbar hunnische Einflüsse, aber sie sind verglichen mit der Anzahl der Germanen und der Anzahl der keltoromanischen Bevölkerung verschwindend gering. So ein Gemälde ist ein Hilfsmittel, ein paar Dinge zu zeigen, über die man sonst eben sehr, sehr lange reden müsste. Das eine ist zum Beispiel, dass natürlich die Berge sich in dieser Zeit nicht verändert haben. Als die Bajuwaren, die Germanen hier eingewandert sind, haben sie dieselben Berge gesehen, die wir heute noch sehen. Das zweite ist, es handelt sich immer um sehr, sehr kleine Gruppen. Es waren nur ein paar Promille der heutigen Bevölkerung. Da, wo heute Tausende leben, haben damals ein paar Leute gewohnt. Es ist sehr dünn besiedelt. Weiter, diese Menschen sind ja nicht irgendwie so mal schnell unterwegs gewesen für ein halbes Jahr, sondern diese Menschen haben unterwegs gelebt. Die sind jahrelang, jahrzehntelang, jahrhundertelang unterwegs gewesen mit allem, was sie hatten. Sie hatten nicht nur ihre Familie dabei, sondern auch ihre Haustiere, Saatgut, Hausrat, eben alles, was sie besessen haben, haben sie dabei gehabt. Sie sind immer wieder dorthin gezogen, wo vorher die Römer waren, denn zu dieser Zeit war dieser Raum im Noricum sehr dicht bewaldet. Und da das Hauptnahrungsmittel dieser Leute Getreide war, brauchten sie eben große Flächen, um dieses Getreide anzubauen, um über den Winter zu kommen. Mit einer so kleinen Gruppe, wenn ich irgendwo einwandere in den Wald, verhungere ich, weil ich nicht schnell genug genügend große Flächen roden kann, um genügend Getreide anbauen zu können. Deswegen sind sie immer auf diese römischen Landgüter gezogen. Und so lässt sich auch heute noch bei fast jeder bajuwarischen Siedlung ein römisches Landgut nachweisen. Denn die Römer waren ja fast 500 Jahre da und haben in dieser Zeit natürlich große Flächen, auch dank ihrer Armee natürlich, roden können, bearbeiten können. So sind sie immer dahin gezogen, wo sie sozusagen Ackerland vorgefunden haben. Wir stehen hier vor einer jetzt schon in Waging geborenen Bajuwarin, das heißt vor ihrem Grab. Das ist eine Person auf beiden Bildern, sind nur auseinandergetan, damit es nicht zu viel auf einem wird. Die wurden ja mit all ihrem im Leben erworbenen Gütern bestattet, damit sie im Leben nach dem Tod ein hohes Ansehen haben. Also damals konnte man nicht von der Oma die Perlenkette erben, sondern die hat sie mit ins Grab bekommen. Und das war natürlich nicht auch nur dekorativer Schmuck, sondern zugleich Amulette. Und gerade die Rolle der Frau im germanischen Recht und in der germanischen Religion ist ja stärker
und wichtiger, als es dann im Christentum und im römischen Recht der Fall ist. Die Frau ist für das Wohlergehen der Sippe zuständig, nicht der Mann. Und deswegen muss sie auch durch eine Vielzahl von Amuletten dafür sorgen, dass die Sippe gut lebt. Diese Sitte der Grabbeigaben ist natürlich heidnisch, denn in der germanischen Religion hat man gedacht oder geglaubt, dass das wahre Leben nach dem Tode beginnt und dass das Leben hier auf dieser Erde sozusagen eine Art Vorbereitung, aber auch Bewährung darstellt, um eben die passende Rolle im Leben, im wahren Leben nach dem Tode einzunehmen. Und so, deswegen sind diese Menschen auch mit allem, was sie im Leben erworben haben, plus Kleidung, plus Nahrungsmitteln bestattet worden, um eben das hohe Ansehen im Leben danach zu haben. Der bayerische Stamm ist also kein alter, das heißt, der Name ist nicht seit der Antike überliefert, sondern tritt erst im 6. Jahrhundert auf. Der Name ist immer wieder umstritten, aber man kann ihn am besten Baiovarii deuten, also Varii, das sind die Männer, das kommt immer wieder vor, ein typisch germanisches Wort. Und der erste Teil geht sicher auf den Namen der keltischen Boier zurück. Die keltischen Boier saßen im heutigen Raum von Böhmen, also von Tschechien. Und Böhmen ist eigentlich Bayerheim, Bojohemum, das Heim des keltischen Stammes der Boier. Und die Elbgermanen, die natürlich in diese einst keltischen Gebiete eingezogen sind, haben also diesen Namen an der Landschaft, in der sie gesiedelt haben, übernommen. Und als sie weitergezogen sind, hinein in den bayerischen Raum, also Richtung Regensburg, nicht? Dort ist ja der ursprüngliche bayerische Mittelpunkt, hat man sie eben genannt, die Männer, die aus Böhmen kommen. Ja, die bekannteste Theorie ist eine alte, die auch sehr lange gehalten hat. Die Baiovire sind die Männer, die Menschen, die Leute aus Böhmen. Das hätte bedeutet, dass es dort bereits die Baiovaren gegeben hat und sie hier als fertiger, geschlossener Stamm eingewandert sind. Musste man leider aufgeben, weil die Fundlage eben nicht so ist. Das Zweite ist schon früher verworfen worden, weil es einfach nicht stimmt, dass sie die Nachkommen der Boier sind. Aber die Boier sind ja ein keltischer Stamm gewesen und da hat man sich einfach von der Namensgleichheit täuschen lassen. Und dann gibt es noch zum Beispiel die Markomannen-These, dass die Markomannen sich halt quasi umbenannt haben, um von den Römern in Ruhe gelassen zu werden, sich Baiovaren nannten, sodass das also dass wir Markomannen als Vorfahren haben. Alle diese Theorien haben, wie alle Theorien, einiges für sich. Nur sie sind letztlich unbefriedigend. Man muss zugeben, es ist einfach noch nicht geklärt. Jedenfalls ist der Name der Bayern uns erst ab 550 in gotischem Schrifttum bei Jordanes und dann bei Venantius Fortunatus, einem Mann aus Oberitalien, überliefert, der nach Frankreich zog und der dann dort Bischof geworden ist. Und er beschreibt eben, auf dem Weg von Italien nach Frankreich muss man durch Tirol durch und dort trifft man eben die Bayern an.